gewaltig ist die Durchschlagskraft deutscher Geschosse, setzt an Stahlwänden von 70 mm Stärke. In Ausnutzung ihres errungenen Erfolges stoßen die deutschen Panzerverbände weiter vor. Plan der Generalstäbe der Westmächte spielt die Maginot-Linie, das Symbol der französischen Sicherheit, der Stolz und Hoffnung des französischen Volkes, eine wichtige Rolle. Des Gegners, die Maginot-Linie ist unüberwindlich. Der Gegner behauptet, wir sind die Stärkeren, darum werden wir siegen. Fast die Hälfte der Welt, mehr als 600 Millionen Menschen stehen auf unserer Seite. Et sans cesse, des hommes, des centaines de milliers d'hommes vont aux portes de la France renforcer ses frontières. Il faut en finir, a dit en français M. Chamberlain, il faut en finir avec la force brutale de l'hitlérisme. Il n'est pas un de ces hommes qui n'en soit persuadé et ne veuille faire triompher les armées du droit. La guerre peut être longue, nous devons nous y préparer. Il faut accepter les sacrifices et faire confiance au pays. En souscrivant au bon d'armement, vous sauvez des vies françaises. La guerre sera plus courte et la victoire plus certaine. Völlig überraschend setzt der gewaltige Angriff der deutschen Heeresmitte unter Generaloberst von Rundstedt ein. Rechts die 4. Armee des Generals von Kluge, in der Mitte die 12. Armee des Generals List und links die 16. Armee des Generals Busch. Er erreicht und überwindet die Maas und rückt gegen die verlängerte Maginot-Linie zwischen Maubeuge und Sedan vor. Der geniale Plan des Führers wird offenbar. Durchbrechung der Maginot-Linie, blitzschneller Vorstoß zur Küste, Abtrennung und Vernichtung der englisch-französischen Angriffsarmeen.
ohne Rücksicht auf feindliches Feuer werden die Brücken über die Maas geschlagen.